fühlt euch alle gegrüßt. Wir schauen uns heute ein ganz bestimmtes Video an. Ich muss schon grinsen, weil das kann ein sehr interessantes Video werden. Und zwar von unserem Bruder Lejanko Gülo, dein Ende. Punkt, Punkt, Punkt. Moin. Ich habe keinen Plan, was uns erwartet, aber ich glaube, es kann sehr interessant werden. Es geht auch 21 Minuten. Junge, Lejanko, komm auf den Punkt. Hat sie jetzt einen Freund oder nicht? Du hast Nein gesagt. Fertig. Nein, ich habe keinen Freund. Und ich muss auch sagen, ich kenne diese Gülo und ich finde, die ist mit Abstand die asozialste, die es auf TikTok gibt, ne? Also ein Mädchen, was so redet, ist absolut abtörend. Ich kann einen Freund haben, ich bitte dich. Ich schau auf alles, rede wie mein Cousin aus Türkei, wenn er Deutsch könnte. Ich bin die ganze Zeit hin und her am sein. Ja, ich lebe mein Leben gerade. Hayat. Ich werde angeschrieben, angerufen und ich sag dir offen und ehrlich, ich bin so neben einem Typen, ne? Also neben meinem Typen, neben meinem Mann, okay? Und ich kriege diese Nachrichten von diesem ekelhaften Jungen. Schwört auf ihren kleinen Bruder, aber gleichzeitig in dem letzten Video von mir, wo ich mit ihr telefoniere, was er gerade einblendet, das verstehe ich nicht. Und diese Frage möchte ich hier jetzt unbedingt stellen. Boah, jetzt echt die Frage. Ich sag mal so, es fängt schon sehr interessant an. Ich verstehe aber nur nicht, was Pumping damit zu tun hat und wie das Ganze einfach so zusammenhängt. Ich bin gespannt. Wir schauen uns das auf jeden Fall an, weil ich glaube, Pumping hat so einen kleinen Beef mit dieser Gülo. Aber wie das in welchem Zusammenhang steht, ich habe keine Ahnung. Ich schaue auf alles, genau wie ihr gerade denkt, ich habe auch keinen Plan. Aber danach, aber Lejanko, der Komische, geht in mein Instagram und liked meine Beine und so. Wallah, komisch. Wer, warte, wer? Aber danach, aber Lejanko, der Komische, geht in mein Instagram und liked meine Beine und so. Wallah, komisch, ne? Okay. Guck mal, und außerdem, Lejanko, du hast auch eine Freundin. Warum likest du andere mit anderen? Bruder Herz, ich weiß nicht, wer das Video bearbeitet hat, ne? Aber Bruder, was sind das für Soundeffekte? Ich schwör auf alle, ich hab links, ich höre gar nichts mehr. Immer wenn ich jetzt mit Leuten rede, ich mach so. Ihre Beine. Du hast auch eine Freundin. Haramlo, Ayiblo. Ich glaube, diese Gülo ist wirklich eine sehr, sehr giftige Person. Ne? Ich kenne sie nicht persönlich, ich habe keinen Plan, aber so, was für ein Bild sie macht. Ich glaube, das ist so ein richtig giftiges Mädchen, was auch bei so Leuten, die in Beziehungen sind oder verheiratet sind, keine Ahnung, was da, so richtig diese Fitner-Filme macht. Checkt ihr, wie ich meine? So, dass sich am Ende dann die Pärchen so streiten. Ich glaube, bei ihr ist echt heftig. Wallah, ich denke, es ist Halloween. Bruder, was hat er da gemacht eigentlich? Du schnur weiter auf. Ich schwöre, ihr galt mich auf. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wie du das Video anfangen sollst. Guck mal bitte, wie du es angefangen hast. Ich glaube, mittlerweile haben wir es mit Personen zu tun, die unter Schizophrenie leiden. Ja, gespaltene Persönlichkeiten haben die ja so oder so. Ich will nicht um den heißen Brei reden oder so. Kommen wir mal direkt zum Punkt. Ihr wisst, wie es läuft. Besorgt euch Chips, Meeps, Leaps, Popcorn, nehmt euch zurück und genießt dieses Video. Dieses Video geht auf jeden Fall etwas länger. Macht euch auf jeden Fall auf was gefasst. Denn die nächste Zeit wird sehr, sehr eklig. Und das meine ich ernst. Sarah Gülo, denkt ihr ernsthaft, ihr kommt davon? Denkt ihr wirklich, ihr könnt eure Masche da weiter abziehen, den kleinen Kindern das Geld aus der Tasche ziehen und einfach so abhauen? Denkt ihr wirklich, das läuft? Voilà, die nächste Zeit wird sehr, sehr eklig. Natürlich, wir machen hier nur Spaß, alles ist nur Humor, ne? Wir machen hier nur eine Netflix-Serie. Auf jeden Fall. Denkt ihr wirklich, ich hab das mitbekommen, wie ihr über meine Familie gesprochen habt? Was für Schimpfwörter du gesagt hast, Gülo? Aber schön, dass du das öffentlich gemacht hast, ne? Mal schauen, wie weit du kommst rechtlich. Werden auf jeden Fall sehen. Boah, ich bin gespannt. Ich hab derbe viel verpasst, ne? Ich sag euch ehrlich, ich hab gar nichts davon gesehen. Ich habe auch das vorherige Video von Lejanko nicht gesehen. Ich habe wirklich, wenn es um YouTube ging, habe ich sehr, sehr viel verpasst. Deswegen, ich hoffe, er wird vielleicht noch ein bisschen auf ein paar Sachen drauf eingehen. Jetzt finde ich es aber schon sehr interessant. Sehr viel Spaß. Das war so meine Frage, die offen geblieben ist. So, hat sie jetzt einen Freund oder nicht? Du hast Nein gesagt. Fertig. Nein, ich habe keinen Freund. Ich habe keinen Freund. Wie soll ich denn einen Freund haben? Ich bitte dich. Ich bin die ganze Zeit hin und her am sein. Janne, ich lebe mein Leben gerade. Ich habe keinen Freund. Ich schlafe da, wo ich will. Ich mache das, was ich will. Weißt du, was ich meine, Vati? Das siehst du doch selber. Was eine Lügnerin, Mann. Daran könnt ihr sehen, gespaltene Persönlichkeit. Versuch's auf jeden Fall, die ganze Sache jetzt umzudrehen, ne? Was hast du noch im letzten Video bei Vati gesagt, Mann? Ich werde angeschrieben, angerufen und ich... Wallah, was für ein Brecher da sitzt einfach. Gerade frisch aus dem Flugzeug von Istanbul nach Frankfurt. Wie er da sitzt. Wallah, der Typ ist echt breit. Offen und ehrlich, ich bin so neben einem Typen, ne? Also neben meinem Typen, neben meinem Mann, okay? Und ich kriege diese Nachrichten von diesem ekelhaften Jungen. So, du bist neben deinem Mann. Du liegst neben deinem Mann. Boah, ich sag, guck mal, ich will nicht groß reden und so, ne? Jeder soll so machen, wie er will. Aber wenn sie einen Mann hat, dann frage ich mich, warum der Mann nichts dagegen sagt. Weil ich meine, weil sie redet halt sehr, sehr asozial. Es gibt vielleicht die einen oder anderen Jungs oder Männer, die darauf stehen so. Wenn ihr mich fragt, ich feiere das überhaupt nicht, weil ich denke mir mal, so ein Mädchen soll reden, wie ein Mädchen redet. Sie soll jetzt nicht so schüchtern, ne? Aber sie soll schon vernünftig reden, soll offen sein, aber halt das, was Gülo ist, ne, oder so, wie sie redet, das ist schon halt
Bruder, das ist Hassan aus Neukölln. Das ist schon zu viel, Digga. Und wie gesagt, ich verstehe halt einfach nicht, warum der Mann dagegen nichts sagt. Das ist Nachrichten von Kane. Es ging ja auch Videos auf TikTok rum, wo sie feiern war, wo sie dies gemacht hat, wo sie wohl in einem Bett von einem anderen Typen aufgewacht ist. Keine Ahnung was. Deswegen, da verstehe ich halt nicht, warum der Mann nichts gegen sagt, ne? Achso, ja, hier behauptest du hier. Achso, hier hattest du noch einen Freund. Jetzt hast du auf einmal keinen Freund mehr? Ich glaube, Fatih, bist du auf jeden Fall was schuldig, oder? Schwört auf ihren kleinen Bruder. Aber gleichzeitig in dem letzten Video von mir, wo ich mit dir telefoniere, was er gerade einblendet, das verstehe ich nicht. Und diese Frage möchte ich hier jetzt unbedingt stellen. Bruder, kein Mensch versteht sie. Bruder, die ist den ganzen Tag auf Bader. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Kein Mensch ist nüchtern so drauf. Heute sagt sie so, morgen sagt sie so. Die denkt wirklich, die ist so mehrere Charaktere. Aber nachkomm, ich sag, wir sind bei GTA 5, dass sie so Charaktere einfach switchen kann. Aber nachkomm, Gülo, was ist mit dir? Oder ich meine, Güler. Ne, du heißt ja Güler, ich küsse doch deinen Kopf. Hast du das Video, das vorherige Video von Fatih nicht gesehen? Ich schwöre, Gülo passt aber viel mehr zu ihr, ne? Güler passt gar nicht mehr. So, wenn ich jetzt überlege, die heißt Güler, das passt nicht. Dachtest du wirklich, Fatih nimmt das nicht auf? Denk nicht, dass Fatih ein Idiot ist. Fatih hört sich einfach nur deine Sachen an, ja? Und er sagt nichts dazu. Er weiß ganz genau, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist. Merkt ihr das? Das sieht jeder, nicht nur du. Guck mal, jeder soll. Und dieses Video, ne? Ich habe das Video nicht angeguckt. Ich schwöre sogar auf meine Mutter. Walla Bila, ich habe das Video von Lepanko nicht angeguckt. Aber ich habe diese Hintergrund gesehen, ne? Und ich schwöre dir auf meine Mutter, dieser Junge, ne? Den du gesehen hast, ne? Der hinter mir war. Walla Bila, Ich war sogar an dem Tag live. Walla, ich war an dem Tag live. Und ich schwöre dir, das ist ein Fan. Der macht Casanova nach. Walla, der macht Casanova nach. Guck mal, das Problem ist, ich hatte an dem Tag mit Casanova... Boah, ich check das nicht, Digga. Dieser Casanova ist dieser eine von Dings. Der Ersatzschauspieler von 365 Tage. Aber wie hat der mit was zu tun? Ich schwöre, ich bin richtig weg. Ich habe einfach gefühlt gar nichts mitgekriegt. Right, ne? Und ich habe mir gedacht, ja, okay, komm, ich schwöre, ich wurde terrorisiert. Von irgendwo hat der irgendwie Dings. Der hat es irgendwie geschafft, auf meiner Seite zu sein. Nicht mehr auf Anfragen, sondern auf der Seite von mir. Guck mal, der Junge im Thumbnail. Weißt du eigentlich, wieso ich das gemacht habe? Ich schwöre, der sah rechts aus ein bisschen wie Lejanko, ne? Als ich das Thumbnail gesehen habe, ich habe ja nicht raufgedrückt auf das Video, aber als ich das Thumbnail gesehen habe, ich dachte, es wäre Lejanko. Ich denke mir so, Bruder, warum macht der Thumbnail rein von sich selber mit ihr? Den Junge als Thumbnail genommen habe, wo er neben dir sitzt oder liegt, das sollte ein Signal an dich sein. Rück endlich mit der Wahrheit raus, bevor ich es tue. Ich gebe dir hier nochmal eine Chance, dich dazu zu äußern. Wenn du das nicht machst, werde ich es tun. Ich glaube, Lejanko meint das richtig ernst, Digga. Also bei denen ist, glaube ich, richtig Beef. Dann sehr, sehr eklig, ja? Dann kannst du mal den Leuten sagen, zeigen, was passiert ist, was du mit den Jungen gemacht hast, was du denn ausgenutzt hast. Sollen wir machen oder willst du es selbst tun? Verstehst du? Ich weiß nicht wie, aber Gott bewahre, der hat das irgendwie geschafft. Dann am Nacken und an dem Tag, ich habe meine Lippen gemacht, meine Wimpern gemacht, meine Augenbrauen gemacht. Egal, was du dir vorstellen kannst, der Typ hat wirklich ungelogen 7 Stunden auf mich gewartet, in der Kälte draußen, ne? Wer jetzt? Der auf dem Bild? Und der auf dem Bild. Bruder, welcher Mensch wartet 7 Stunden draußen in der Kälte? Dann trefft euch doch einfach später. Und auf Koran, wallaha billaha, nachdem ich fertig war mit meinem Termin, ich schwöre auf Koran, ich habe mit dem 2 Stunden im Live gechillt. Also egal was war, ich war im Live. Was willst du uns jetzt hier erklären? Erzähl uns doch mal, was hat der Junge für dich getan? 7 Stunden auf dich gewartet? Warum hat er denn 7 Stunden auf dich gewartet? Erzähl das doch mal. Wieso versuchst du hier immer alles umzudrehen? Als wären wir hier die Lügner. Komm mal, alles schön und gut. Er hat 7 Stunden auf dich gewartet. Wenn du doch nichts mit dem Jungen zu tun hast, wieso sitzt du dann neben dem im Auto und kuschelt miteinander und so weiter? Ist ja nur ein Fan-mäßig. Also, ist ja ganz normal. Hat er dir Geld dafür gegeben? Oder was ist da? So, willst du das mal selbst den Leuten erzählen? Willst du das mal selbst deiner Community erzählen? Aber nachkomm, welche Community? Kannst ja weiterhin mit deinem 2. Handy dir selbst spenden, du Fake-Spenderin. Wallah, ihr denkt wirklich, die Leute sind Fame? Gülo oder Güler oder wie du auch immer heißt, juckt mich auch nicht. Du hast mit den Falschen gespielt. Ich hab dir 1000 Mal gesagt, ich bin kein TikToker. Mach diese Filme nicht mit mir. Du kannst diese Filme nicht mit mir machen. Du konntest deine Beef-Sachen da die ganze Zeit auf TikTok klären. Ich bin keine Sarah Sarita. Ich mache hier keinen Spaß mit dir und am Ende chill ich mit dir. Angeblich Boxkampf mal Boxkampf. Land, ihr seid Faker. Also, das ist auch die Frage, ob der Boxkampf überhaupt stattfindet oder nicht, weil ich sagte, ich hätte mir den gerne angeguckt, nicht weil ich die beiden feiere oder so, auf gar keinen Fall, aber ich will einfach nur so eine Beulerei sehen. Ich will einfach nur gucken, wie die kämpfen. Es wird sowieso Blamage sein, weil die beide wahrscheinlich nicht kämpfen können, aber man will sich das einfach anschauen, aber ich glaube nicht, dass das Ganze überhaupt noch stattfinden wird. Die Leute stalken mich von hinten bis nach vorne, ne? Nicht von vorne nach hinten. Und dieser Junge ist wirklich krank, der ist krank nach mir, der ist besessen. Beide. Du meinst jetzt Kane, gell? Nein, ich meine beide, die sind beide besessen nach mir. Guck mal, Pumpkin, hätte ich das vorher gewusst, ne, dass im Video gesagt worden ist, ha, wir haben es geschafft, Guelo geht nicht mehr lang. Amnesty. Oh, Bruder, ich weiß nicht, Digga, ich finde das so cringe, wenn sie so redet, ne? Oder er, sorry, wenn er so redet. ganz NRW, ganz Baden-Württemberg. Olem, ich wurde gesucht, die wollten mich...
weil ich eine Sache gesagt habe, für, also in der Öffentlichkeit. Susland, auch Sus, ich schwöre auf alles, Land, wo ist dein Vater? Wo ist deine Mutter, Land? Wallah, was ist da, wie redest du? Was ist das für ein Auftreten, Land? Du redest gerade wie so ein Genghis, der von Tipico rausgekommen ist. Und seinen Schein verloren hat, das muss man dazu erwähnen. Oh, du hast dich hier wieder verraten. Woher weißt du denn, dass in meinem Video solche Sachen gesagt wurden? Wer weißt du was denn? Ich dachte, du guckst meine Videos dir nicht an. Jedes einzelne Video schaust du dir an. Zitter nicht, Gülo. Alles ist okay. Ich hab dich trotzdem lieb. Angeblich jeder hat einen Crush auf dich. Lass sich dir geht, geht, Amen, okay. Du nimmst doch alles, was man dir anbietet, Alter. Dafür wurde ich gejagt. Ich wurde gejagt. Ich wurde gejagt, okay? Ich wurde bombt mit Nachrichten, mit Instagram-Nachrichten, okay? Ich wurde bombt. Ole, wer sind die, dass die denken, dass ich nicht mehr mit TikTok anfange? Am Ende, ich mache hier Geld, 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 Geld. Jeder kann sich hier. Und ich mache hier, was ich will. Wallah billah, ich mach, was ich will. Das meine ich. Man sagt ja auch, Geld... Oh, ich habe noch 90% Akku. Geld zeigt den wahren Charakter eines Menschen. Oder gib einem Menschen Geld in die Hand und du wirst seinen Charakter sehen. Und ich schwöre, das sind so Personen, wenn du dir Geld in die Hand gibst, oder so, sei es schon so ein bisschen Geld in die Hand gibst, die schieben einen übertriebenen Höhenflug. Und gib ihr mal dann richtig viel Geld in die Hand, damit ich gar nicht wissen, wohin sie fliegt. Ich komme jeden Tag live. Ich werde jeden Tag live kommen. Keiner, guck mal, bis ich nicht will, dass ich nicht live komme, ne? Bis ich selber nicht will, dass ich aufhöre, werde ich jeden Tag live kommen. Jeden Tag. Sam Kimpson, wer bist du? Wer bist du? Guck mal, ihr Leben dreht sich alles nur ums Geld. Hat sie auch wieder schon wieder zugegeben. Am Ende, ich mache hier Geld, 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 Geld. Boah, die ist so in einem Film, ne? Jeder kann sich hier finden. Lam, du flexst gerade mit Geld, was die kleinen Kinder spenden. Oder beziehungsweise du dir selber spendest. Das wollte ich gerade sagen. Ich verstehe das auch nicht, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, ich mache TikTok. Ich mache Livestreams. Ich gehe live, mache Matches, aber spende mir selber. Ich kaufe diese Coins und spende mir selber. Bruder, das ist doch plus minus null, oder nicht? Dann krieg ich doch am Ende genau das, was ich quasi eingezahlt habe, oder nicht? Oder kriegst du durch Livestreams irgendwie noch mehr Geld? Weil das ist doch dann Tam die Geldwäsche. Dann kann ich doch einfach 10.000 Euro reinstecken und dann 15.000 Euro oder so mit Spenden rausholen. Obwohl das eigentlich meine eigenen Spenden sind. Oder warum macht jetzt heutzutage jeder TikTok-Live-Matches? Mit deinem zweiten Handy. Wollen wir mal die Sache aufdecken? Wollen wir mal die Sache raushauen? Bak Gülo, spiel nicht mit uns. Bak Wallas, spiel nicht mit uns. Ich schwöre auf alles, spiel nicht mit mir. Ich bin kein TikToker, ich hab's dir schon mal gesagt. Leg dich nicht mit dem Falschen an. Lan, du redest so, als wärst du Kurt Cobain, Karl, du wurdest gejagt und was weiß ich was. Amanako im St. Kims, wer bist du überhaupt? Und erzähl mal den Leuten, dass du nicht aus Köln kommst. Du nennst dich mal gerne Kölnerin. Und jeden Tag wegen diesen Menschen Geld machen. Ja. Jetzt sag noch, mein Schnurrbart hat geredet. Mein Schnurrbart hat geredet. Okay. So. Urlaub, ich wurde gejagt, die Kleinen. Ey, die denkt auf Ernst, glaube ich, wenn Leute reinschreiben, dass sie laut schreien muss, damit die auch den Ton an, also damit der Ton auch ankommt, ne? Auf Ernst, manchmal, ich denke mir bei solchen Leuten, ich kriege mal Déjà-vus, weil meine Mutter redet auch mal sehr laut, wenn sie mit der Türkei telefoniert, aber bei denen ist halt, ihr wisst doch, Empfang muss in die Türkei gehen, aber bei ihr ist, da schreiben Leute rein, die schreit die Leute einfach an. Urlaub, ist mir scheißegal, bre, mach Videos, Walla juckt mich nicht, du machst mich fame, als ich schon bin, bra, mach. Jetzt sagt sie hier, Gänsehaut ist aktiviert. Mach weiter Videos, ja, aber rennt zu den Amjas und will, dass ich nicht mehr diese Videos drehe. Ja, nee, hä? Ja, nee, versteht ihr dieses Mädchen? Ich schwöre auf alles, was ist das denn dann? Aber nachher, man muss... Das Ding ist, guck mal, wenn sie schon so in der Öffentlichkeit redet, will ich gar nicht wissen, wie sie privat redet. Dann will ich gar nicht wissen, wie sie privat über Sachen wie Fame und Geld und keine Ahnung was redet. Weißt du, ich meine, da ist ja schon so upcringer-mäßig. Aber ich meine, du sitzt mit ihr im Café und sie schreit auf einmal rum, ich bin Fame, ich bin Fame. Ohne zu zögern, ich will direkt aufstehen und nach Hause gehen. Die Welt studieren, um die zu checken. Und nochmal, damit das die Leute verstehen, ne? Die wurde nicht gejagt wegen mir oder Kane. Sie wurde damals angeblich gejagt vor einem Jahr oder so, weil sie eine Sache gesagt hat öffentlich. Was genau da war, weiß ich nicht. Ich habe da auf jeden Fall einige Sachen gehört, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau. Deswegen möchte ich hier keine falschen Behauptungen aufstellen. Gülo, du kannst das ja mal selbst erzählen oder erklären, was da ganz genau passiert ist, hä? Jus, Walla juckt mich nicht. Du machst mich fame, als ich schon bin. Bra, mach. Weißt du, was ich meine? Mach, Juka. Sag Lejanko was, er hört dir da nie zu. Ich weiß, dass er mir zuhört. Das ist ein kleiner Piss. Ich hab keinen Bock auf den. Leute, guck mal. Ich mach jetzt Lepanko nach, ne? Das hat geklopft. Hi, alles? Ja, perfekt. Danke an den Bruder. Wir haben jetzt Wasser. Ja, Guelo. Guelo, sind ein Gatrischiger Pitch. Weißt du was, Schweine? Guck mal, erstens, Peach, kannst du deinen dritten Stiefvater nennen, ne? Mann, wer hat dir diese Worte beigebracht? Hast du keinen Respekt beigebracht bekommen? Lambune, Lan? Mann, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr eklige Menschen. Wenn du diese Sachen zu denen gesagt hättest, du weißt nicht, was passiert wäre. Was für eine Sache entstanden wäre. Aber ich bin noch korrekt. Ich sitze hier, ich nehme diese ganze Sache gar nicht ernst. Aber pass auf, wie du sprichst. Bei Familie und so, Eltern beleidigen und so, bin ich raus. Bag, da verstehe ich keinen Spaß mehr. Und versuch nicht, mich irgendwie aufzuregen. Ich weiß, du möchtest das. Du möchtest mich dazu bringen, eklige Sachen zu sagen. Damit du, ja, doch mal zu den Amjas rennen kannst und so weiter und so fort. Aber gar kein Problem. Schön, dass du das auf jeden Fall öffentlich gemacht hast.
Wenn es mal so weit ist, ist das ja auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mal gucken, was die Staatsanwältin dazu zu sagen hat. Digga, ich schwöre, das ist ein Pinkoman. Der soll mich nicht nerven, dieser Opfer. Ey, Lepanko, bei Gott, 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 Gott. Deine Videos werden von mir nicht angeguckt. Ich schwöre sogar. Das Ding ist, sie schwört auf alles. Sie schwört auf Koran, sie schwört auf dies, sie schwört auf das. Wenn das am Ende des Tages nicht mal stimmt, Bruder, dann ist es noch peinlicher. Weißt du, ich meine? Und bei ihr, ich glaube auf Ernst, dass sie, keine Ahnung, dass es bei ihr ins Fenster schneit und sie ein bisschen Schnee in der Nase hat. Weil die ist halt schon sehr, sehr aufgedreht, ne? Deswegen mach weiter, wie du willst. Und die schiebt sich halt einen übertrieben krassen Film und denkt, sie wäre es gewesen so. Mach weiter, wie du willst. Ich küsse dein Herz, aber mach weiter, ich schwöre. Ich soll jetzt weitermachen, aber heult die ganze Zeit rum, wenn Videos kommen. Aber sag noch im Livestream, ich soll weitermachen. Ja, nee, du weißt doch selbst nicht, was du möchtest, Amanakim. Was denn jetzt? Ich soll jetzt doch Videos über dich machen? Aber wenn es bei dir doch laufen würde, wieso gehst du jeden Tag live? Dann du bist 24-7 live und battlest. Du battlest nach Spenden. Wenn du doch so Witch bist und Geld hast und Para hast, wieso battlest du dann jeden Tag? Das macht ja von vorne und hinten gar keinen Sinn. Eigentlich müsstest du mich fragen, ob du überhaupt ein Video von mir drin hast. Ich bin keine Ilginai, ich bin keine Sarah, ich bin keine Sarah Sarita, ich bin auch keine Sarah GBS. Ich bin Guelo und Guelo wird dein Leben auseinandernehmen. Ich sag dazu gar nichts. Ja, ne? Das ist das, was ich sage und das ist das, was jetzt fertig ist. Boah, du bist von dir krass überzeugt, ne, Guelo? Ich glaube, Sandar bin ich Tanemion, ne? Ich glaube, du weißt noch. Ich schwöre, das ist gerade Kulturschock, ich wusste nicht, dass Django Türk ist. Nicht, wer ich bin, hä? Ich glaube, du weißt wirklich nicht, wer ich bin. Egal, kommt Zeit, kommt Rat. Ich weiß, dass sie nach diesem Stream aufgegangen ist und so am Zittern ist. Ich schwöre auf alles, das ist einfach nur ihr öffentliches Dasein. Die möchte diese Eier schieben. Mit welchen Eiern sagst du diese Sache? Back, vertrau mir, du hast einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Das ist hier keine Bedrohung oder so, um Gottes Willen, ne? Ich bin lieb. Ich liebe Guelo. Ich mag sie. Ich liebe sie. Sag doch einfach, dass du ein Fangirl bist. Ich schwöre auf alles, du bist ein Fangirl. Wallah, Bilder, du hast schon vor einigen Jahren meine Videos geschaut. Erinnerst du dich noch damals die Videos mit Casanova? Und du hast live meine Videos geschaut und jetzt sagst du, du kannst mich davon nicht? Ich kassiere hier jeden Tag Geld an meine Pitche. So. Ey, eine Frage, gibt es wirklich Leute, die sie feiern, Digga? So auf Ernst? Und wenn jemand sie feiert, dann bitte auch erwähnen, warum. Also, ob es da Gründe gibt für. So von wegen, sie ist lustig, sie ist dies, sie ist das. Und guck mal, kann sein, okay, Guelo hat ein bisschen Name gemacht, bisschen das gemacht. Aber das sieht dem. Flamurk, was fällt dir ein, mein Bild als Hintergrund zu nehmen? Bruder, das wird dir ganz große Probleme machen. Ich bin keine Sarah Sarita, ich bin auch keine Sarah GBS. Ich bin Guelo 06 und du hast mit einem sehr, sehr falschen Menschen gespielt. Ich schwöre dir auf alles, Walla Billa. Das Problem ist, irgendwie macht im Internet jeder so ein bisschen auf Escobar, ne? Ich schwöre, ich glaube einfach, jeder hat diese Serie geguckt. Ich habe die auch geguckt, aber die hat nicht so krass Einfluss darauf genommen, dass ich so im Internet rede. Oh, Walla. Das erinnert mich jetzt gerade an Alina Essen. Haben wir ja auf jeden Fall gesehen, wie das ausgeartet ist. Aber tamam, Walla, ich sag dir jetzt eine Sache, Guelo. Spiel lieber mit dem Feuer, anstatt mit mir. Vertrau mir einfach. Tamam, du willst es so, du bekommst es genauso. Und warte, meiner Meinung nach sollte er sich nicht, der sollte sich nicht als, weiß ich nicht, Bruder, der denkt, der wäre was. Mit seinen 3000, ich poste ein Video, das hat 100.000 Klicks am Anakim in einer Stunde. Dann wurde dieser komische Typ macht irgendwelche Videos, der hat 3000-4000 Klicks. Wem will der was beweisen? Wem? Ich schwöre, ich wollte auch gerade so machen. Das ist wieder der perfekte Beweis dafür. Guelo ist so ein Mensch, der hat einfach keinen Charakter, Digga. Auf Ernst. Ich kenne sie nicht persönlich, ne? Ich will sie auch nicht persönlich kennenlernen. Aber das, was sie für so ein Bild gibt, so im Internet, reicht eigentlich schon. Das ist so eine Person, die wirklich nur auf diese Zahlen achtet, auf das Geld achtet und mehr nicht. Weißt du, ich meine, das ist auch für mich keine Influencerin, auch keine YouTuberin und keine Ahnung was. Das ist für mich einfach nur irgendein billiges Mädchen. Weißt du, ich meine, irgendein billiges Mädchen, was irgendwelche Livestreams macht, redet wie mein Cousin aus Türkei und mehr nicht. Und dann dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber so richtiges Können hat sie am Ende des Tages nicht. Sie unterhält keine Leute positiv im Sinne von, dass die Leute drüber lachen oder keine Ahnung was, sondern es ist einfach nur, die Leute regen sich drüber auf. Die gucken sich das an und regen sich drüber auf. Komm, bitte, hilf dir, bitte. Lan, bist du Analphabet oder was? Kannst du nicht sehen? Kannst du keine Zahlen lesen? Was ist los mit dir? Lan, die hat erste Klasse Grundschule nicht geschafft, Amanakim. Du sagst zu mir, ich denke, ich wäre was? Lan, was denkst du denn, wer du bist? Lan, ohne uns wärst du nix. Du bist ohne uns nix. Du bist da in deiner kleinen Bubble vielleicht irgendwer. So, ne, du denkst, du wärst irgendwer. Ich schwöre auf alles, was mir heißt, du bist ein Niemand. Lan, was für drei... Am Ende des Tages muss man sagen, wir sind alle Menschen. Weißt du, ich meine, ob Person des öffentlichen Lebens, ob Normalarbeiter, was heißt Normalarbeiter? Jede Arbeit ist normal am Ende des Tages, ne? Aber kein Mensch hat am Ende des Tages das Recht, sich über irgendjemanden zu stellen. Ich denke mir am Ende des Tages auch, ich sehe jeden Menschen gleich. Ich stelle keinen Menschen unter mir, keinen Menschen über mir. Das ist einfach so alles auf gleicher Ebene. Aber bei Guelo, du merkst richtig, die ist in einem Höhenflug. Ich schwöre, die fliegt mit Adlern.
So ein Ding ist es. Deswegen, bei ihr, ich verstehe das nicht. Man sagt ja auch so schön, wer hoch fliegt, wird tief fallen. Deswegen, bei der Sache muss sie einfach mal aufpassen. Und sie redet asozial. Jani, warum muss ich mich überhaupt rechtfertigen, Lan? Du kannst TikTok nicht mit das hier alles vergleichen. Kannst du nicht. Mach. Danke. Die Leute vergessen immer, TikTok und YouTube sind zwei verschiedene Plattformen. Du kannst nicht auf YouTube einfach mal Videos hochladen, zack, zack und fertig und du hast deine Reichweite. YouTube ist im Vergleich zu TikTok was ganz anderes. Auf YouTube ist es viel, viel schwerer, an Reichweite zu kommen als auf TikTok. Auf TikTok, wo du kannst jeden Müll posten. Irgendwelche Mädchen, irgendwelche Jungs, die werden auch über Tag einfach quasi auf TikTok berühmt, weil sie irgendwelche Videos hochladen und der Algorithmus halt sie so krass pusht. Ich sag immer so, die Leute, die auf TikTok immer so eine Welle schieben mit, ey, ich hab diese Zahlen, meine Zahlen sind so krass. Bruder, versuch einfach mal genau das, was du auf TikTok machst, auf YouTube zu bringen. Das wird, ich sag jetzt schon mit Ansage, nicht genau das gleiche machen wie auf TikTok. TikTok geht easy. YouTube ist aber was ganz anderes. Deswegen dürfen die Leute sich damit immer nicht vergleichen. Und deswegen will ich mich auch nicht mit TikTok vergleichen, weil ich halt hauptsächlich YouTube mache. So TikTok mache ich ja gar nicht. Und wenn dann Videos kommen, sind sie meistens sowieso spontan. Du mal einen Kanal auf, ja, mal schauen, was für Klicks du machst. Ich weiß, ich bin zufrieden, ich bin mehr als zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren. Alhamdulillah, mir geht's sehr, sehr gut. Wem will der was beweisen? Kannst du mir das mal erklären? Lamborg, der hat doch nur Kinder als Supporter. Der hat nur Kinder als Supporter. Der hat nur. Was hast du für Supporter? Das frage ich mich jetzt. Was hat sie für Supporter? Kinder, Kinder. Bruder, ich habe mit Kindern nichts zu tun. Meine Community ist erwachsen. Ich habe nur aufwärts ab 20. Bei dem ist unter 20, Bro. Der nicht, das juckt mich nicht. Weißt du was? Das ergibt alles keinen Sinn, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Also, ich frage mich, was für Leute sie ansprechen. Und ich frage mich auch, was für Leute sagen, ich feiere dich. Das frage ich mich wirklich, Digga. Und das sollen auch wirklich Leute sein, die neutral gestellt sind. Die sollen nicht unter LSD stehen, unter Kokain stehen, unter Heroin stehen, unter Spliss stehen. Die sollen keinen Spliss in den Haaren haben. Digga, das sollen normale Menschen sein. Neutral gesehen. Das frage ich mich wirklich. Soll er machen, was er will, Bro. Das fuckt mich einfach nur ab, ne? Das, Ja, man, Kamera ist aus. Ich habe keinen Plan, wie lange die Kamera schon aus ist, aber man hat mich ja trotzdem gehört. Dann war es ein kurzes ASMR. Frag, ob man ein Video gegen mich machen kann. Ich werde die letzte Person, die Nein gesagt hätte, weil guck mal, das Eingeben und Nehmen. Klar, mach Werbung. Das ist das Beste, was du machen kannst im Leben. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich klingel bei Gülo an und frag, ey, Gülo, kann ich ein Video gegen dich drehen? Ja, Mann, auf jeden Fall. Am Nachhol, was ist das denn? Die Logik ist so von ihr gerade, Dings. Die Logik hat seine Koffer gepackt und ist in ein anderes Land geflogen. Wie denn gelandet? Schau auf alles, die regt mich gerade so auf, ich will ein Diss-Track gegen die machen. Walla Billa, ich will ein Diss-Track gegen die machen. Weil Leute, wollt ihr ein Diss-Track sehen? Ich schwöre auf, ich meine das gerade ernst, die regt mich gerade so auf, ne? Ich bin kurz auf, diese Flasche zu essen, Bruder. Das hat richtig geklappt. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut, so. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich mich beschweren würde, was wäre ich für ein Hund? Wenn's doch bei dir so krass laufen würde, wieso musst du dann mit Geld verlangen? Andere flexen. Das war das Geld. Was labert der? Was labert der? Woher will der das denn wissen? Nur ich fühle mich gerade wie Marello. Wieso gehst du nicht drauf ein? Guck mal, hier, ich zeig dir nochmal das Video. So Leute, ich wollte mich mal bedanken bei euch. Ja, diese Woche lief sehr gut, TikTok. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst. Der ist halt so cringe an. Diese Woche lief sehr gut. TikTok. Jetzt kann ich mir ein besseres Leben ermöglichen. Guck mal, ich sage euch ehrlich, ne? Deswegen bin ich eine Art von Person. Ich mag es nicht, dieses Geld so in den Vordergrund zu stellen, wie solche Menschen. Checkt ihr, wie ich meine? Digga, ob wenn du damit Geld verdienst und dafür auch hart arbeitest und so, am Ende des Tages sollst du auch stolz darauf sein. Du sollst dir auch gewisse Sachen zum Beispiel gönnen, ne? Wenn du sagst, du willst irgendwas kaufen, dann kauf es dir auch. Aber es ist eine andere Sache, sich etwas zu kaufen, als wenn man zum Beispiel eine Sache kauft und damit einfach vor der Kamera flext. Weißt du, ich meine? Allein wenn ich mir das schon angucke, ist unangenehm. Und allein wenn ich schon drüber nachdenke, dass ich zum Beispiel jetzt einen Batz raushole und ihn vor die Kamera halte und sage, ey, danke, alles läuft gut. Bruder, das könnte ich nicht machen. Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und zweitens wäre es übertrieben cringe. Checkt ihr, wie ich meine? Und ich würde direkt einen Anruf von meiner Mutter bekommen, sie würde sagen, bist du behindert? Ich habe jetzt eine Wohnung geholt, gekauft. Ich schwöre auf alles, der hat mit Geld von Kane geflext. Ich bin ein Hund, wenn das nicht stimmt. Lan, du hast an dem Tag die gleichen Sachen an. Du lagst sogar in diesem Moment mit Kane in einem Bett, ja, wo du dieses Video hier aufgenommen hast. Lan, hör auf zu lügen. Hör einfach auf zu lügen. nur weil irgendein... Digga, wie gesagt, ich will mich gar nicht überhaupt einmischen, ob es bei ihr läuft oder nicht bei ihr läuft. Wenn es bei ihr läuft, sei ihr gegönnt, so am Ende des Tages soll sie machen, was sie will. Aber ich beschäftige mich nicht damit großartig, weißt du, ich meine? Und wenn das nicht mal ihr Geld war und sie mit dem Geld von irgendjemand anderem geflext hat, ist es ihr Problem. Dann hat sie selber ihr Gesicht verloren, weißt du, ich meine? Das braucht uns eigentlich am Ende des Tages nicht interessieren. Aber wenn du dir eine, wie sagt man, eine Scheinwelt aufbaust, dann ist peinlich. Digga gesagt hat, das ist sein Geld. Bei Gott, das ist nicht sein Geld, Digga. Was labert der für ein krankes Scheiß? Ich kann dir gerne meine Einnahmen zeigen, du behindertes Kind, Alter. Ich kann dir gerne meine Einnahmen zeigen, dann können wir weiterreden. Aber genau. Wer bist du? Wer bist du, dass ich dir meine Einnahmen zeige, so? Diese Doppelmoral, Bruder.
Wie heißt die Doppelmoral? Wir müssen der Doppelmoral einen Namen geben langsam. Wie können wir sie nennen? Wir nennen die Doppelmoral. Okay, ich wollte gerade Vater sagen, aber das Ding ist, sie redet ja wie ein Junge, das heißt, wir müssen auch einen jungen Namen finden. Die Doppelmoral heißt Orhan. Sie sagt eben noch, ich kann dir meine Einnahmen zeigen. Dies und das hat so groß geredet, ich kann dir meine Einnahmen zeigen. Hätte jetzt aber Vati gesagt, ja, zeig doch die Einnahmen, dann hätte sie gesagt, warum soll ich ihm die Einnahmen zeigen? Deswegen hat sie das direkt schon drangehängt. Ich kann dir meine Einnahmen zeigen, aber warum soll ich dir, wer bist du, warum soll ich dir meine Einnahmen zeigen? Checkt, wie ich meine, so die richtig Doppelmoral. Sie würde ihre Einnahmen nicht zeigen, weil sie weiß, das, was sie redet, ist Schein. Mehr Schein als Sein. Kann sein, dass sie mit TikTok vielleicht das ein oder andere Geld verdient, die ein oder andere Tau ist. Aber so wie sie das gerade hochpusht, denke ich eher weniger. Oh, ey, bitte, hilf dir. Ey, guck mal, Gülo, wenn du zur Therapie gehen musst, Wallah, ich zahl dir diese Therapie, ist gar... Ich leg sogar was drauf. Auf, das meine ich ernst. Problem, was laberst du? Erst sagst du, ich kann dir doch meine Einnahmen zeigen. Danach sagt sie von sich selbst aus, aber wer bist du, dass ich dir meine Einnahmen zeige? Hä? Wallah, Billa, wenn die nicht auf einer Sonderschule war, dann weiß ich auch nicht. Ich schwöre auf alles sogar. Gülo, war das Geld dir oder ihm, oder was? Benimm, Bruder, benimm, bei Gott benimm. Okay. Fuck, die hat keine Angst vor Gott. Die hat jetzt mittlerweile schon viermal geschworen. Bruder, Gott hat auch schon mit ihr abgeschlossen. Zeit gelogen. Lan, wie glaubwürdig bist du denn an meiner Rüben? Wie oft willst du noch schwören? Hast du keine Angst vor Gott? Junge, wie der aussieht, Wallah. Aber danach, aber Lidonko, der Komische, geht in mein Instagram und liked meine Beine und so. Jetzt bin ich gespannt, was das auf sich hat. Wallah, komisch, ne? Ich hab ihm das geschickt. Und? Warte mal, jetzt will ich sehen. Bestimmt die Beine sind auch mit Facetune-App bearbeitet, geglättet und so eine Scheiße. Wie heißt die auf Instagram, Gülo? Ich halte das mal kurz hier neben dran. Seht ihr das? Nee, ich glaube, das ist nicht sie. Ich glaube, das ist ein anderer Account. Weil das sind zwei verschiedene Personen. Was ich dazu sage, du möchtiger Model. Ich like angeblich... Ich glaube, das waren die geglätteten Beine von Gülo, die Lejanko geliked hat. Da ist ja schon fast Glatteisgefahr. Deine Sache hin, soll ich euch mal zeigen, was sie gemacht hat? Sie hat eine Story gepostet, die Leute haben mir das geschickt. Ich habe auf ihre Story geklickt. Aber nachkommen, sie hat ein Bild gepostet von ihren Beinen und Geld und was auch immer, keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Bei Instagram-Stories hat sie einen Sticker draufgeklebt. Das heißt, wenn ihr auf diesen Sticker klickt, ja, erscheint dann dieses Smileys mit Augen. Und sie denkt jetzt wirklich so, ich habe Crush auf die, ich will was von ihr. Zeigt jetzt jeden, hey, guck mal, die Joko hat auf meine Story geantwortet. Nur weil ich auf diesen Sticker aus Versehen geklickt habe. Anna Manakoyim, denkst du wirklich, ich hab einen Crush auf dich oder was? Was denkst du, wer du bist? Tamam, du bist die schönste Frau auf dieser Welt. Okay, wir haben es verstanden, Anna Manakoyim. Kylie Jenner ist ein Hund neben dir. Was ganz anderes. Lack, wer ist Kylie Jenner? Das allein schon Kylie Jenner erwähnt in ihrem Namen, in ihrer Nähe, ist schon peinlich, Digga. Ich will ehrlich ein Entschuldigungsvideo von ihm jetzt. So, was soll das denn für ein anderes sein? Leute, er hat meine Beine geliked. Ich schwöre auf alles, wo ich in der Badewanne. Kommt, wie sie sich freut. Ich glaube, vorm Schlafen gehen, sie hat nochmal drüber nachgedacht und ist mit einem Lächeln sogar aufgewacht. Leute, die haben alle Crush auf mich. Die haben alle Crush. Ich sag jetzt nichts. LAA_ILY_47. Du hast mir einfach aus der Seele gesprochen. Jeder einzelne Mann hier, ne? Ich schwöre, ich weiß nicht warum. Ich bin gar nicht so krass, ne? Aber die haben alle Crush. Ich bin gar nicht so krass und die haben irgendwie Crush auf mich. Ich glaube, die zieht zu viel. Auf Ernst. Ich glaube, durch dieses ganze Ziehen, durch diesen ganzen Schnee, den sie in der Nase hatte, ist sie, glaube ich, schizophren geworden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Geile Leute, was soll ich euch noch dazu sagen? Ich schwöre auf alles, ich weiß nicht mehr weiter. Wallah, sie ist von sich selbst richtig überzeugt, so, ne? Ich schwöre auf alles. Guck mal, Leute, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich sehe selber aus wie ein Ladekabel. Aber nachher sieht es aus wie so eine... Guck mal, die will mich einfach so krass provozieren, bis ich meine eklige Seite zeige. Und dann rennen die wieder zu den Amjas und wollen denen das zeigen. Weißt du, was ich meine? Deswegen einfach gechillt bleiben, Janelle, beruhig dich einfach. So, weißt du, was ich meine? Nee, du musst Sonderschülern nichts beweisen, haben meiner Köln. Tamam, ich hab deine Story geliked. Schwört wieder auf alles und lügt. Wallah, seht ihr? Ich hab auf den Sticker gedrückt, die schwört einfach, dass ich ihre Story geliked habe. Lass sick drin. Ja, gib das doch einfach zu, Lijanko, dass du einfach ihre geglätteten Beine schön findest. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Du möchtest gern High-Class-Model. Haben meiner Köln, du verdienst durch Betteln Geld. Was für High-Class? Wir haben aktuell 2023, das ist das digitale Battlen. Vielleicht sehe ich einfach viel zu geil für dir aus. Ich habe keine Ahnung. Ach, egal. Guck mal, und außerdem, Lejanko, du hast auch eine Freundin. Warum likest du andere Mädchen, andere Frauen in der Badewanne ihre Beine? Du hast auch eine Freundin. Haramlo? Aiblo? Ich hab ne Freundin? Wallah, schön wär's. Ich hoffe, ich würde morgen heiraten. Ich meine das ernst. Wenn ich eine Freundin hab, dann darfst du die jetzt gerne zeigen. Wallah. Gülo. Güler. Wenn ich eine Freundin habe, kannst du dir jetzt gerne zeigen. Ich schwöre bei Gott, zeig ruhig. Ich habe keine Freundin, aber doch bei Wallah, schön wär's. Seht ihr, wie sie versucht, wieder Gerüchte auf die Welt zu bringen? Seht ihr auf jeden Fall, aber gar kein Problem. Schön, dass du das öffentlich gemacht hast. Mal schauen, wenn es soweit ist, wie wir da rechtlich vorgehen. Wallah, wir spielen einfach nur mit deinen eigenen Worten. Ist gar kein Problem. Schieß dich hier die ganze Zeit selbst Eigentore. Du weißt gar nicht, worauf du dich eingelassen hast. Wallah, tamam, okay, dann habe ich halt eine Freundin. Michael Jacksons Schwester ist meine Freundin, ja, Mann, auf jeden Fall. Ah, das wusstet ihr gar nicht, ne? Lepanko hat eine Freundin, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Der hat eine Freundin entdeckt. Der ist so krank, der Typ. Eine Freundin, aber mich am Stalken die ganze Zeit wie so ein...
Guck mal bitte, ich lese nur die Kommentare gerade in diesem Livestream und da steht nur Negatives. Außer dieser Gangstermann, der komische, er schreibt, Digga, du bist geil, aber bist Crush. Er hat seinen Satz, glaube ich, selber nicht verstanden. Er hat den einfach nur auf blind geschrieben. Aber sonst eigentlich nur negative Kommentare. Deswegen verstehe ich, warum sie so einen krassen Film schiebt. Aber ich glaube, das ist wirklich durch das Weiße, was im Päckchen angekommen ist bei ihr. Und was sie durch die Nase konsumiert hat. Was anderes kann ich mir darunter nicht vorstellen. Ja, ich habe den ganzen Tag nicht... Boah, sei froh, dass meine Familie gerade schläft. Ich schwöre auf alles, wie spät haben wir. Wir haben jetzt gerade 3 Uhr morgens. Ja. Sei froh, dass meine Familie... Ich schwöre auf alles. Ich will Tony Montana jetzt aus dem Fenster. Junge, guck mal bitte, wie sein Dings aussieht, sein Zimmer. Er kann sogar schreien, wenn er will. Das wird die Familie nicht hören. Aber guck mal bitte, wie das gedämpft ist. Durch die ganzen Akustikkissen. Ich meine, das ist ganz... Ben Kimson, wer bist du? Wer bist du? Mann, wer bist du? Was für Stalking? Denkst du, ich habe nichts Besseres zu tun? Du redest gerade davon, dass ich angeblich eine Freundin hätte und dann die Stories von anderen Frauen schaue, like, was auch immer. Lam, was machst du denn? Du gehst mit Kane lässt dich in der Badewanne. Kane wollte doch irgendwie ein Bild von dir zeigen. So, ne? Ich habe damit nichts zu tun, ne? Wenn Kane das zeigen möchte, dann soll er das zeigen. Aber er hat genug Beweise geliefert, alleine schon, dass er mit dir in einem Bett lag. Dann hast du ja auch noch zugegeben, dass du einen Freund hast und jetzt hast du irgendwie doch keinen Freund. Du weißt auf jeden Fall gar nicht, was du hier sagst, tust und machst. Hör auf, so viel zu ziehen, ja? Komm mal wieder auf den nüchternen Magen und dann versuch mal hier nochmal irgendetwas. Scherzage GBS will sich das Video einfach nochmal angucken und sie guckt sich jetzt einfach nochmal an und sieht die ganze Zeit ihr Gesicht und denkt sich, warum? Im ruhigen Ton zu sagen, ohne irgendwie, keine Ahnung, abwertend oder komisch zu sprechen. Du redest hier einfach so, als wärst du krass. Ja, Allah, jeder will ein Video über mich drehen. Mach dann, Guelle nur 6, das wird bald eine Marke. Mach. Wallah, billah, guck, was passieren wird. Und ich schwöre auf... Das meine ich. Das sind die, was heißt Nebenwirkungen, aber das ist besser gesagt die Wirkung von Kokain. Du fühlst dich einfach unsterblich und du denkst einfach, du wärst das Krasseste. Du kannst theoretisch gerade aussehen wie Scheiße, du fühlst dich selber aber gerade wie Gold. So als Beispiel, damit ihr versteht ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, bei ihr, sie hat wirklich ein bisschen zu viel davon genommen, weil das ist schon peinlich. Entweder meint sie sich ernst, wenn sie sich ernst meint, okay, dann denke ich mir, dann verzeihe ich ihr das sogar. Aber wenn sie es wirklich ernst meint, dann sollte sie sich wirklich einen Psychologen suchen. Und es gibt bestimmt bei ihr in der Nähe irgendwelche Guten. Wie gesagt, Dejanko, wir machen Hälfte, Bruder. Und ich meine das wirklich ernst. Hör auf alles, ich will einfach, dass diese Menschen abkacken werden. Die werden abkacken. Die werden sagen, wie? Guelo. Außerdem habe ich bald einen Boxkampf, ne? Und ja. Bitte, testet mal, macht mal bitte einen Drogentest vor dem Boxkampf oder... keine Ahnung wann, dass man mal gucken kann, ob sie clean ist oder nicht oder auf welche Substanzen sie unterwegs ist, weil das ist nicht normal. Am besten vor dem Boxkampf. Dass man am besten aber auch noch sieht, dass vor vielleicht einer Woche oder 2 Wochen irgendwas konsumiert wurde. Weil theoretisch könnte sie dann sagen, ja, vor dem Kampf nehme ich extra nichts. Sondern ich will wirklich im Test sehen, dass da schon länger etwas nicht konsumiert wurde oder konsumiert wurde. Alleine schon, dass sie in einen Boxkampf mit verwickelt ist und so weiter und so fort. Das zeigt ja schon, was für ein Mensch sie ist. Wie du bleibst trotzdem eine Fremdgeherin, du bleibst eine Betrügerin, du bist eine Enkeltrick-Betrügerin. Im nächsten Video sehen wir auf jeden Fall mehr. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Die nächste Zeit wird sehr, sehr wild. Lass auf jeden Fall ein Abo da, lass ein Like da. Milo, ich hab's dir nochmal gesagt. Die Wahrheit gewinnt immer am Ende. Ich habe keine abschließenden Worte. Ich sag einfach nur, wer hoch fliegt, fällt tief. Merkt ihr das, Gülo? Du hast dich wahrscheinlich an den Himmel gewöhnt, aber gewöhn dich auch an den Boden.